Zelda 2. Oh, er macht Zelda 2 rein. Antobi da mit Zelda 2. Ich hätte gerne einen Brei und Nico ist auch dabei. Voll gut. Wow. Guck mal, wie Stiju? spielt die Eliminationsmode? Stiju, Link und Spark. Was ist da passiert? Weiß ich doch nicht. Hast du das so gekauft, oder? Ja. Aber hier, das ist schon her. Ja, habt ihr ab. Das ist schon Save Points gibt, ist krass. Wie auch einfach seine Fleischpeitsche vor sich herführt. Du nur wieder. Jetzt A-Rating. Das Spiel geht einfach los Ja? und nix. Es war damals bei so gut wie jedem NES-Spiel so. Was willst du denn? Ja, aber die anderen NES-Spieler hatten Was du irgendwo ein willst? System. Ja? Hier ist einfach so. Bei Zelda 1 hast du wenigstens einen Ich bin Cave und da aber. sagt er dir, Peach is not in this town. Wow. Castle. Dieses Spiel, ey. Ich mag den Teil, deswegen, weil man hier auch leveln kann, ne? Alles falsch gemacht. Bist so Leveln. ein MacPommer. MacPommer! Sind da nicht auch Feinde, die du nicht Ja, sehen kannst? aber hier gerade offensichtlich nicht. Also am Boden erkennt man. Wie klar das Bild auf einmal ist. Ist dir das gerade aufgefallen? Ja, ich sag mal, wenn du läufst, kommt so ein Blur-Effekt. Das haben die halt später bei neuen Spielen wieder eingeführt, weil die dachten, das ist Ja, cool, wenn man alles verschwommen sieht. genau. Das mache ich übrigens auch zumindest am PC bei jedem Spiel aus, ne? Das nervt Das auch, das ist ist einfach ja. nur hässlich. Ja. So, noch brauche ich keine Brille. Ich will nicht das Gefühl haben, als bräuchte ich eine. Weißt du, wo es lang geht, oder rennst du einfach irgendwo? Grob. Grob Warum renne bringen die ich rum. jetzt keine Erfahrungspunkte? Weil die One-Hitter sind. Ja, die Blobs nicht, oder was? Du hast keinen Schlüssel, du kannst da nicht lang. Danke. Wieder auch einfach hüpft. So. Bist du gerade für mich die Fall? Ja. Zu 90% hast du keinen Schlüssel. Diese Ach, wenn du Schaden verfickte. bekommst, verlierst du Erfahrungspunkte. Guck mal. Die haben deine Erfahrungspunkte Alter. zurückgesetzt. Dabei hatte ich doch schon 20. Ja, jetzt hast du 4. Die B-Taste reagiert manchmal nicht. Ja, Schon aufgefallen? die Taste ist schuld. Ist das noch nicht aufgefallen? Doch, ist mir aufgefallen. Ach, und die bringen wieder Erfahrungspunkte, ja? Ja, weil die gefährlich sind. Da ist, ich weiß nicht, was es Magie. ist. Maggi? Boah, die neue Soße. Oh, 30. Fällt das deine Health auf, wenn du. Hä, wie sollst du das denn? Ach so, okay. Ich dachte irgendwie. Auf zu denken. Ja, es klappt nicht, ne? Aber ein Spiel, wo die Gegner nicht respawnen, doch. Ich wollte gerade schon sagen, weil es war ja bei NES immer so, wenn du aus dem Bild gehst. Ja, vor allem bei Ninja Gaiden, ne? Oder Mega Man. Oh Gott. Ninja Gaiden, das ist so schwer. Aber irgendwie auch nicht übel. Weil ich weiß nicht, welcher Ninja. B-Taste? Ich weiß nicht, welcher Ninja Gaiden-Teil das war, aber da konntest du die NES-Teile freispielen und darüber hatte ich die mal gezockt. Okay. Vielleicht Schlüssel. der für die Wii U? Das kann sein. Der war übrigens echt gut. Nein. Doch. Nee. Also der normale dritte war nicht gut, aber die Wii U-Variante, da haben sie das, dass du die Körperteile abschlagen kannst, wieder eingeführt. Weil das hatten sie ja in der ursprünglichen Dreierfassung rausgenommen. Okay. Und deswegen ist die Wii U-Variante gut gewesen. Razor's Edge oder Ja. so. Life will go up. Ja. Ah, Übrigens jetzt gab's hast du wieder auch volle eine Health. Änderung im Vergleich zur japanischen Fassung, ne? Von dem Spiel jetzt. Ja. Wenn du in der japanischen Fassung ein Level Up hattest. Warte mal, kann ich dir das hier noch irgendwie zeigen? Nee. Aber du hast ja von diese drei Auswahlpunkte gesehen, ne? Nee. Nee? Okay. Doch, habe ich. Nee, jetzt ist es Nee. mir zu blöd, dir das zu erklären. Genau, und da war was? Jetzt will ich's wissen. Vorsicht, eine Ratte. Eine fliegende Ratte. Was macht denn die jetzt? Ist eine Fee, voller Energie. Kannst du den nicht wieder in irgendein Milchglas aufbewahren? Nein, das gab's doch natürlich nicht. Aber es ist schon krass, wenn man sich jetzt den Teil anguckt und dann das nächste Spiel. Ja. Die Veränderung ist halt ultimativ gewesen. Oh, ein Schlüssel. Oh, die ist ultimativ. Ultimative Veränderung.
ultimative Veränderung eingeleitet. Eingeleitet. Dieses Design. Was ist das denn? Das ist der heilige Morgenstern. Was ist das? Werfer. Ist das Chewbacca? Ja. Das könnte auch irgendwie einer von den Looney Tunes sein. Dizzy? Ja, genau. Was willst du tun? Oh, 50. Ja, du kannst... Ach, jetzt kannst du einfach nichts upgraden, oder? Ja. Nee, und in der japanischen Fassung, da gab es halt nicht diese, du brauchst 50 dafür, 100 dafür und 150 für das andere, sondern da konntest du immer frei wählen und hier haben sie es halt so angepasst. Warum? Warum auch immer, weiß ich nicht. Normalerweise ist es ja so, dass die europäischen Varianten leichter gemacht werden. Ja, nicht dieses Spiel. Da halten ja die Bosse auch grundsätzlich alle doppelt so viel aus. Why? Die wollten einfach, dass wir das Spiel hassen. Du bim bim du bim. Hier war die Fee, ne? Weil man sagen muss, manche Spiele, die aus Japan herkommen, sind in der europäischen Fassung wirklich ein bisschen besser. Ich finde, zum Beispiel jetzt, du magst das Spiel nicht, aber ich finde es halt mega klasse, Xenoblade Chronicles Wii U. Gut, viele regen sich auf, dass es zensiert ist. Gut, ich muss jetzt eine 14-Jährige nicht halbnackt sehen, deswegen stört mich das nicht. Aber es gab DLCs, die man in Japan holen musste, die aber in unserer Version einfach mit drin sind im Spiel. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel eigentlich ganz gut. Oder damals Monster Hunter 3 für die normale Wii. Monster Hunter 3 für die normale Wii. Da musst du in Japan, musstest du für den Online-Service zahlen. In Europa konntest du online permanent kostenfrei zocken. Okay. Das fand ich natürlich auch. Achso, Monster Hunter. Monster Hunter 3 für die Wii. Oder Try? Nee, 3. Das ist 3, ist mir egal. Das klingt irgendwie süßer. Wie kann man denn dieses Spiel bitte nicht mögen? Was ist denn daran gut? Was ist daran schlecht, sagen wir es mal so? Alles. Zum Beispiel? Gut, über die Grafik kann man nicht sagen, es ist ein NES-Spiel, die sehen halt alle so aus. Aber ich mag dieses von links nach rechts nicht, dann hast du irgendwie keine Reichweite beim Hauen. B-Tasten! Die B-Tasten gehen nicht. Ja, ja. Noch zwei Herb-Level. Na gut, du darfst natürlich weitermachen. Aber weiter rechts nicht? Damit kannst du noch keinen Schaden machen. Nee? Nee. Du kannst ihn nur wegmachen. Aber ich... Das komm, ey. Was ich immer ganz gerne mache, ist reinrutschen in den Gegner. Genau. Ist auch ganz gut bei den Gegnern, die ein Schild haben. Oh. Ja, das war hier die B-Taste, ne? Der hat unser Level wieder zurückgesetzt. Hä? Nein. Ja, Next steht jetzt 100. Dort ist Next schon bei 150. Was ist denn mit dir nicht richtig, verdammte Axt? Und du fragst mich, warum ich das Spiel nicht mag. Du fragst mich, warum ich das Spiel nicht mag. Guck mal, da, Epileppi. Ich hoffe, ich zeig dir mal, wie man die besiegt. Ja. Hab ich vorhin gesehen, wie man die besiegt. Die Ritter? Wo ist er denn? Ja, du hast ja auch hier dein Spritz-Upgrade. Das macht bei denen aber auch keinen Schaden. Na, ich sehe, wie man den besiegt. Das machst du sehr gut. Das, als hättest du deinen Lebtag nichts anderes gemacht. Ja, die B-Taste hat übrigens sehr gut funktioniert, als ich das eben gespielt habe. Aber doch nicht. Doch, das war die beste B-Taste, die ich... Es gibt eigentlich keine bessere B-Taste. Magic will go up. Oder hast du jetzt nichts gemacht? Nee, einfach? Möchte ich nicht. Möchtest sparen, ne? Du glaubst wirklich, dass du nochmal 400... Guck mal, wir sind sogar schon beim Boss und haben nicht mal das Item aus dem Dungeon. Ist das der finale Boss? Ja. Haben wir das Spiel jetzt durch? Das ist Bebop und Rocksteady. Until we die, ciao. Tschüss. Alter. Game over, Return of Ganon. So, wer ist Ganon? Gut, man weiß es mittlerweile, aber man wird so in das Spiel geworfen, Return of Ganon, was? Vielleicht, weil das eine Fortsetzung zum ersten Teil ist? Ja, weil da auch so viel Story drin war. Und vielleicht gibt es Anleitungen, die man sich damals noch durchgelesen hat? Ach, Anleitung, ja. Das finde ich übrigens schade, du kaufst heute ein Spiel. Gibt, ne? Ja, du hast denn nix. Ein Download-Code für einen scheiß First Edition DLC. Ja. Mehr ist nicht drin, wenn du heute ein Spiel kaufst. Früher gab es dann immer so ein bisschen was zum Lesen. Ja. Oder irgendwie so eine World Map. Ja.